damals, Kelly Family Fever war ja riesengroß in Deutschland. Ich glaube, das war nicht nur in Deutschland. Und ich kann mich erinnern, hatte ganz schöne lange Haare, also glaube ich noch viel länger wie ich jetzt. Und er war schon so ein bisschen so wie so ein kleines Engelchen. Deshalb an einem Ort, wo er sich zu Hause fühlt. Im Köln trallendes Engelchenmeer. Der 23-jährige Angelo ist heute Drummer der Kelly Family. Das erste Mal, dass du dich auch erinnern kannst, so richtig vor Publikum auf der Bühne. Ich war schon immer auf der Bühne als Baby. Also mit 2,5 bin ich mit meinem Vater auf die Bühne gekommen. Und ich habe jedes Mal immer versucht, sein Mikro zu klauen. Und irgendwann habe ich es einfach gezogen, bin nach vorne gerannt und habe gesagt. Mein Vater hat gesagt, dass jeder singen kann, jeder kann musizieren. Und Angelo singt. Mit 11 Geschwistern tut er um die halbe Welt und ist eigentlich nirgends zu Hause. Der Vater, strenger Boss, sorgt für die Ausbildung und ersetzt den Kindern die früh verstorbene Mutter. In unserem Fall, mein Vater hat es wirklich geschafft, uns so eine Wärme zu geben, auch mit unserer Mutter, als sie noch im Leben war, auch die älteren Geschwistern, dass du dich immer sicher gefühlt hast und nie in Gefahr warst. Der ganz große Durchbruch, der kam ja mit 12 Jahren. Ich finde es positiv, dass ich jetzt schon Vater bin. Ich mag es. Also ich fühle mich sehr wohl dabei. Es war auch gewollt, es war kein Zufall. Meine Frau kenne ich auch. Seitdem ich 9 bin. I'm gonna go get some.